Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch meine Neuzugänge aus dem Januar. Es sind 13 Bücher bei mir eingezogen plus 2 Bücher, die nicht auf dem Sub gelandet sind. Das kennt ihr jetzt schon aus dem einen oder anderen Video von mir, dazu erzähle ich später ein bisschen mehr. Ja, sollte ich noch ein bisschen kränklich klingen, dann müsst ihr da jetzt leider noch ein bisschen durch. Hab mir jetzt auch was zu trinken hergestellt. Meine Stimme ist nach wie vor noch nicht hundertprozentig stabil und so ein bisschen kratzt es auch im Hals noch. Aber wer vielleicht meine Bücherwoche gesehen hat, der hat mitbekommen, dass ich ja jetzt doch ein bisschen länger krank war und ja dann auch sogar noch in der letzten Woche krank war. Also es hat sich nicht nur auf eine Woche beschränkt, sondern ja, das ist sehr langwierig dieses Mal. Manchmal steckt man nicht so richtig drin. Dennoch sind natürlich Bücher bei mir eingezogen und wegen den Neuzugängen stehen wir oder sitzen wir hier. Nein, wir stehen nicht, wir sitzen hier. Also 13 neue Bücher, davon sind 8 echte Bücher eingezogen, 2 E-Books und 3 Hörbücher. Finde ich einen relativ schlechten Schnitt, da ich ja eigentlich schon immer versuche, dass das so ein bisschen 50-50 irgendwie ist, dass nicht zu viele echte Bücher einziehen. Aber ich hatte ja im Januar Geburtstag und habe da einige Bücher zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und habe dann zum Beispiel auch bei Thalia in den Mängelexemplaren, da gab es eine Aktion, ich glaube, wenn man 3 gekauft hat, hat jedes Buch nur noch 2,99 oder so gekostet. Da habe ich auch einmal zugegriffen und die 3 erreicht. Also von daher, ja, ist nicht ganz optimal, aber ich finde es jetzt persönlich auch gar nicht schlimm. Ja, es begann mit einem E-Book von Franziska Erhardt. Ich blende euch die Cover der E-Books und Hörbücher wieder ein. Und zwar Verliebte Bücher und andere Schlamassel. Ja, das Buch ist relativ neu, ich glaube auch Ende Dezember rausgekommen. Ich habe von Franziska Erhardt, ich glaube schon 3-4 Bücher gelesen, Flamingo, Sommer, Kolibri, irgendwas, diese Sache mit Paris. Das letzte mit dem Blumenladen habe ich nicht gelesen, es hat mich nicht so angesprochen, aber Verliebte Bücher und andere Schlamassel schon. Das habe ich tatsächlich auch im Januar dann angefangen, aber aktuell noch nicht beendet. Ich denke mal, ich lese es jetzt in der Woche gar zu Ende, weil dann einfach durch Krankheit und Ähnlichem ich nicht irgendwie groß zum Lesen weiter gekommen bin. Es ist aber angefangen und wird jetzt auf jeden Fall auch im Februar beendet. Dann ist der zweite Teil der Lichtsplitter-Saga bei mir eingezogen. Und zwar Flammenklinge von Mira Valentin und Erik Kellen. Und der erste Teil war ja wirklich ein absolutes High-Fantasy-Highlight im letzten Jahr. Eine wunderbare Welt, zwei wunderbare Charaktere, die wir begleitet haben. Ich bin ein bisschen irritiert, dass man ihn hier so vordergründig sozusagen sieht und sie in den Hintergrund so ein bisschen gerückt ist. Aber ich bin gespannt auf Kaden und Aira. Genau. Und freue mich da, das jetzt demnächst auch zu entdecken. Bin ich im Januar leider nicht irgendwie dazu gekommen. Ich finde es auch ganz schön, es ist ja auch signiert worden von Erik. Und ich habe schon mitbekommen, dass beide wohl auch auf der Leipziger Buchmesse sind. Darüber freue ich mich sehr. Und ich bin mega gespannt, was Teil 2 zu bieten hat, ob er so großartig sein wird wie der erste Teil. Und es ist eben wirklich High Fantasy, wie ich sie liebe, und neue Welten, tolle Charaktere, tiefgründig und auch super spannend. Und ich finde auch das Cover wieder großartig. War der erste Teil schon ein absolutes Träumchen? Finde ich, sieht der zweite Teil nicht minder schön aus. Also wirklich optisch. Richtig, richtig toll und auch von hinten richtig schön. Also gefallen mir unfassbar gut und ich freue mich jetzt auch auf die Geschichte. Dann habe ich zum Geburtstag von einer lieben Freundin die schönste im ganzen Land geschenkt bekommen. Das ist ja aus dieser Disneys Gegnerreihe, Bösewichtreihe. Ich habe mir da ja schon in Würzburg die Geschichte vom Biest mitgenommen, leider noch nicht gelesen und bin jetzt hier natürlich gespannt auf die Stiefmutter von Schneewittchen. Ja, böse Stiefmutter von Schneewittchen. Und die Aufmachung, das sind natürlich wirklich wunderschöne Ideen, wie die aufgemacht sind, finde ich wirklich großartig. Ich möchte die jetzt unbedingt auch lesen, denn es gibt ja dann noch Ursula aus Ariel und im April kommt ja, glaube ich, auch irgend noch Bösewichte. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau. Aber ich habe leider nicht ganz so viel Gutes über diese Reihe gehört. Aber nichtsdestotrotz finde ich es schön, dass wir hier mal die andere Seite der Geschichte erfahren. Und bin einfach gespannt und lass mich da überraschen.
Dann ebenfalls zum Geburtstag habe ich von der lieben Sarah, liebe Grüße an dich, ein Hörbuch geschenkt bekommen von Angela Marsons Silent Scream. Und ja, hier unten heißt es so, wie lange kannst du schweigen? Und das Buch wird gelesen von Andrea Sawatzki und Christian Berke. Das sind ja beides auch recht bekannte Schauspieler. Ich glaube sogar ein Ehepaar, wenn ich mich nicht irre. Und ja, genau, kongenialen Duo, Andrea Sawatzki und Christian Berke. Und auch die dunkelsten Geheimnisse können nicht für immer begraben bleiben. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe noch nichts von dem Autor gehört. Es ist der Nummer 1 Bestseller und Publikumsliebling aus Großbritannien, Detektiv Kim Stone. Also ich habe noch nichts von der Autorin gelesen und nichts von dem Buch gehört, bin aber dennoch gespannt. Und bei mir geht ja so eine Thriller-Laune meistens so spätestens im März gefühlt los, wenn es draußen ein bisschen schöner ist und mich das Gruseln nicht stört. Und ich glaube, dann landet das auf jeden Fall auf meinem Handy und dann wird da auch reingehört. Ja, von einer anderen lieben Freundin habe ich von Annie Darling Summer in Bloomsbury geschenkt bekommen. Das war wirklich eher so eine kleine Aufmerksamkeit. Und ja, sie hat gesagt, der Klappentext klingt einfach wie für dich und ja, optisch auf jeden Fall auch richtig, richtig schön. Und es geht hier um einen Sommer zum Verlieben und ja, wir haben hier eine Single-Frau, sie ist glücklich mit, sie hat eine tolle Dachwohnung, eine eigenwillige Katze und einen Job in einer kleinen Londoner Buchhandlung. Und ja, in denen gibt es nur Liebesromane mit Happy End. Finde ich irgendwie auch ein cooles Konzept. Ja, dann aber möchten die Kolleginnen sie irgendwie verkuppeln, aber fremde Menschen mag sie nicht. Und ja, klingt nach einer süßen Frühlings-Sommergeschichte, die man mit Sonnenschein sozusagen im Gesicht im Garten liest oder auch auf dem Balkon. Freue ich mich sehr drauf und ich glaube, dass das wirklich eine süße, zarte, kleine Geschichte ist, die einen gut unterhält und Spaß macht. Dann ist ja auch noch zum Geburtstag eingezogen ein Buch, ach ja, auf das ich mich besonders gefreut habe, was ich auch schon gelesen habe, jetzt auch aktuell beendet. Und zwar Reise durch Mittelerde, Illustrationen von Beutelsend bis Mordor von John Howe. Ebenfalls ein Geburtstagsgeschenk, was wunderschön ist. Und hier haben wir wirklich eine Reise mit Illustrationen durch Mittelerde. Also das kann man, also es ist keine Geschichte, es wird hier auch nicht der Hobbit oder irgendwas erzählt, sondern wirklich mit Illustrationen gearbeitet und einem, ja, im Grunde Mittelerde durch Illustration näher gebracht. Richtig, richtig schön. Kann ich absolut empfehlen für alle Mittelerde-Fans oder die, die es werden wollen, die einfach mehr vielleicht mal aus Mittelerde sehen wollen, als es in den Büchern der Fall ist. Ein bisschen natürlich orientiert an der Verfilmung von Peter Jackson, weil ich glaube, ja, dass John Howe auch ja, mit an den Herrn der Ringe-Filme gearbeitet hat. Und ja, hier hinten zum Beispiel auch ein ganz, es kann ja nicht zeigen, dass das Fotografenbild, aber auch ein ganz niedlicher Gollum. Also großartiges Buch, hat mir als Mittelerde-Fan unglaublich gut gefallen und durch so ein illustriertes Buch blättert man eben einfach immer wieder ein bisschen. Und für mich ist das halt auch immer wie Heimkommen. Also Mittelerde, das ist, ja, da bin ich gefühlt zu Hause. Dann war ich mit einer lieben Freundin in der Thalia und da gab es ja, eine lange Reihe, Menge Exemplare. Ich glaube, hätte man eins gekauft, wäre man bei 3,99 gewesen und ab 3 hat man dann nur 2,99, also nur 2,99 bezahlt. Und ja, da habe ich dann auch zugegriffen. Ich habe mir 3 Bücher gekauft. Ich habe mich mega gefreut, dass eins von der Wunschliste gefunden wurde und ja, dazu kommen wir einfach. Ja, das erste Buch ist Der Mann, der zu träumen wagte von Graeme Simsion. Von dem Autor hatte ich, ja genau, das Rosi-Projekt gelesen und fand das richtig schön und weiß aber, dass der Rosi-Effekt, was dann der zweite Teil war, ich glaube, nicht mehr ganz so gute Kritiken hatte und ich dann auch dachte, für mich war das Rosi-Projekt eigentlich abgeschlossen und das war dann das Nachfolgerbuch des Autors. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe gar nicht groß den Klappentext gelesen. Ja, was wäre, wenn deine große Liebe nach langen Jahren wieder auftaucht? Darfst du alles riskieren für einen Traum, für das ganz große Glück? Ja, nach 20 Jahren treffen die wieder aufeinander und es knistert und ein Landhaus in Frankreich, aber ja, darf man das, darf man alles in die Wege leiten, darf man sein eigenes Leben in Frage stellen? Ich bin sehr gespannt. Mir hat, wie gesagt, der Stil damals sehr gut vom Autor gefallen und ich weiß auch gar nicht, warum ich das nicht
mir einfach schon mal mitgenommen hatte. Aber ja, jetzt habe ich bei dem günstigen Preis einfach zugegriffen. Dann ein Buch, über das ich beim Suchen einfach gestolpert bin, weil ich liebe ja Reise-Abenteuer-Geschichten. Und hier habe ich ein Buch aus dem Malik Verlag gefunden, und zwar von Nils Stratmann, Wo die Kartoffeln auf Bäumen wachsen, 113 Tage als Matrose in der Karibik. Ja, muss ich mehr sagen? Ich glaube tatsächlich nicht. Ich habe ja auch letztes Jahr bei den Menge Exemplaren in der Thalia zum Beispiel Hashtag 10 Tage gefunden, was ja für mich dann auch ein Jahreshighlight wurde. Und ich finde, das klingt super spannend, denn das ist ein lustiger Roadmovie zur See. Und ja, ich kann mir das wunderbar vorstellen, dass das einfach auf dem Meer nochmal was ganz anderes ist. Und auch ich habe ja eine ganz besondere Beziehung zum Meer, zum Wasser. Und ja, auch die Karibik war durchaus ein sehr schönes Reiseland. Und ja, hier bin ich sehr neugierig und freue mich, das dann auch zu entdecken. Jetzt wird es irgendwie ursprünglich ein bisschen, urplötzlich ein bisschen dunkel. Ich hoffe, das passt mit dem Licht noch einigermaßen. Ja, dann ein Buch von der Wunschliste, und zwar von Karine Lambert. Ist eingezogen, Das Haus ohne Männer. Von der Autorin hatte ich gelesen, ja, und jetzt lass uns tanzen. Und mir hat das Buch und der Stil wirklich super gut gefallen. Und seitdem war dann das Nachfolgebuch auch auf der Wunschliste gestanden. Ich weiß aber auch gar nicht so richtig, warum es noch nicht bei mir eingezogen ist, aber so ist das manchmal. Und ja, jetzt durfte es sozusagen mit. Ist auch ein relativ dünnes Büchchen. Und es ist hier ein unerhört scharfsinniger Roman. Danach versteht man die Frauen von heute zumindest ein wenig. Ehrlich und humorvoll, tragisch und schön. Und ja, es geht um Liebe, Lebensentscheidungen und der Sehnsucht nach Glück. Und wir sind hier eben in einem Haus mitten in Paris. Es gibt 5 Bewohnerinnen. Und ja, die haben sich darauf geeinigt, dass sie der Liebe abgeschworen haben. Und es gibt nur einen Kater, der sozusagen zugelassen ist. Und ja, auf einmal gibt es hier dann aber eine neue Frau, und die hat aber mit Männern noch nicht ganz abgeschworen. Und ja, bin ich sehr gespannt, sehr neugierig. Klingt nach einer sehr lustigen, unterhaltsamen Geschichte, aber durchaus eben auch mit so dem ernsten Einschlag, wie ich die Mischung dann auch ganz gerne habe. Und dann mir eben das andere Buch, das war so ein blaues Buch, ne? Genau, und jetzt lass uns tanzen. Das sind die etwas älteren Personen gewesen, ja, die sich, glaube ich, nochmal so ganz frisch verliebt haben. Genau, es gibt die zweite große Liebe. Genau, ich freue mich drauf, bin gespannt und ja, lass mich da überraschen. Ja, dann, ja, das ein nächstes E-Book ist dann Die andere Welt von Julie Cohen, ein Buch, was ich in der Thalia entdeckt habe und dann netterweise vom Verlag als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen habe. Alle Infos zu den Büchern und Rezi-Exemplaren und Ähnlichem findet ihr im Übrigen unten in der Infobox. Also wenn euch zu den Büchern irgendwas interessiert, ihr mehr Infos wollt, schaut da mal vorbei. Ich verlinke euch die Bücher und dann könnt ihr da einfach ja, auf die Suche gehen, wenn euch was interessiert. Ein Buch, was mich vom Cover sehr angesprochen hat und auch vom Klappentext, denn wir haben hier zwei beste Freunde, ein gemischtes Pärchen, ein junges Mädchen, einen Jungen? Ja, ist das so? Ja, es klingt irgendwie komisch, aber ja. Und wobei es ist halt auch einfach nur ein Mädchen und ein Junge wahrscheinlich, ne? Ja, gut. Ja, und beide verstehen sich super gut, merken aber doch, dass es einfach durch das Geschlecht, was sie haben, Unterschiede gibt. Und ja, in diesem Buch soll es eben darum gehen, dass wenn man zwar den gleichen Ausgangspunkt hat, was sich aber doch irgendwie durch die Wege, die man geht, dann verändert für die Dinge, die man sich entscheidet und eben auch die Dinge, für die man gar keinen Einfluss hat. Und ich fand das super spannend vom Klappentext und das hat mich dann auch wirklich 3-4 Tage nicht losgelassen und ja, dann war der Verlag so nett und hat mir das E-Book zur Verfügung gestellt. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Dann, ja, schwärmen zurzeit alle von Nevernight von Jay Kristoff. Und so musste der erste Band jetzt auch als Hörbuch bei mir einziehen. Schwärmen gefühlt alle. Es ist für so viele ein Jahreshighlight 2019 gewesen und ich weiß, dass dieser Hype schon da war, als der erste Band damals rauskam. Jetzt stehen wir irgendwie kurz vorm dritten. Kommt er jetzt im Februar oder ja, irgendwie? Und jetzt ist, glaube ich, gefühlt der perfekte Moment, um mit dieser Reihe zu beginnen. Ich bin ja immer ein bisschen kritisch, wenn es darum geht, Reihen, die schon fast zu Ende sind, sozusagen zu beginnen, weil man dann ja irgendwie gleich 3 Bücher am Stück hat, ja, die man weglesen möchte, muss, wie auch immer. Und dementsprechend, ja, habe ich schon hier so ein bisschen rumüberlegt, aber es haben so viele Menschen geschwärmt, deren Meinung ich sehr schätze und deswegen ist es dann auch bei mir eingezogen. Also es geht ja wohl um eine Assassine und es geht da um Rache und
Es muss ganz großartig sein und ich bin einfach gespannt. Also ich habe dann gemerkt nach den ersten 2, 3 Schwärmereien, dass ich eigentlich gar nicht mehr viel mehr wissen muss und ja, habe mir dann auf jeden Fall habe ich mir das Hörbuch dazu geholt. Dann habe ich in der Facebook-Gruppe jemanden entdeckt, der ein Jahreshighlight relativ günstig gebraucht verkauft. Dazu kommen wir später. Und habe dann aber auch noch ein Buch entdeckt von einer Art Autorin, von der auch Freunde von mir schwärmen, und zwar von Petra Hülsmann. Und dann habe ich mir das jetzt gebraucht, einfach mitbestellt. Und ja, das ist meistens, kommt es anders, wenn man denkt, von Petra Hülsmann. Und hier schwärmen 2, 3 Freundinnen und auch Freunde von mir, dass das eben auch ganz tolle, unterhaltsame Bücher sind. Und ich fand hier auch einfach die Aufmachung richtig, richtig schön. Und ja, es heißt ja so schön, so ein Herz hält ganz schön viel aus, das ist zäh. Und ich habe auch tatsächlich gar nicht groß irgendwas gelesen. Ich habe für beide Bücher und Porto fürs Päckchen 8 Euro bezahlt. Also könnte man jetzt knapp sagen, ja, wahrscheinlich so 2,50 für das wirklich gut gebrauchte Taschenbuch gezahlt. Und da freue ich mich wirklich sehr und bin auch sehr gespannt. Und ja, freue mich, dass sie es dann ja, relativ günstig und gut gebraucht auch verkauft hat. Und ja, das letzte Buch ist ein Hörspiel. Und zwar von Kai Meier, Imperator Staffel 1. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Staffeln es geben soll, vielleicht 2 oder 3. Und seit Monster 1983 bin ich ja ein großer Hörspiel-Fan. Ich liebe ja auch Ghostbox, wo jetzt, glaube ich, von Ivar Leon Menger auch der zweite Teil dieses Jahr kommt. Ich mochte auch Auris super gerne. Da gibt es jetzt ja auch dann eine Fortsetzung von Cliche und Fitzek. Und ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet, denn wir sind in Italien und es geht wohl um die damaligen Herrscher in Rom und dass die eben 2000 Jahre später irgendwie wieder da sind. Und ja, ich hab's, ich bin aktuell sozusagen noch am Hören, aber ja, bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Der Einstieg, ich sage jetzt mal, die erste Hälfte war super spannend, hat mich sehr mitgenommen. Ich mag Hörspiele super gerne. Und ja, das gibt es, soweit ich weiß, exklusiv bei Audible. Also schaut da einfach vorbei, wenn euch Hörspiele interessieren. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Werde dann in der ja, kommenden Bücherwoche, theoretisch, ja, davon erzählen, weil ich denke, dass ich das jetzt auch in den nächsten 1, 2 Tagen ja, beende. Und also bei mir ist jetzt Wochenende, dass ich das jetzt noch beende und dann in die Bücherwoche packe. Und das waren sie auch schon, die echten Neuzugänge. Doch dann sind noch 2 Bücher bei mir eingezogen, die eben mal nicht auf dem Sub gezogen sind. Das ist zum einen das von vorhin schon angesprochene Highlight aus dem letzten Jahr. Und es ist ja, das neue Buch von der lieben Jackie Feldgut bei mir als E-Book eingezogen, als es denn dann im Januar erhältlich war. Never Ending Story hier jetzt noch, sag ich mal, in Postkartenform. Aber ich finde auch, dass beide Teile demnächst noch unbedingt mal bei mir einziehen müssen. Ich habe ja aktuell aus der Reihe nur Home Sweet Home hier. Und ja, die nächsten Bücher müssen auf jeden Fall auch noch in meine Feldgut-Sammlung. Und ja, die Karte habe ich von der lieben Jackie zum Geburtstag bekommen. Und ja, steht stellvertretend, habt ihr vielleicht schon im letzten Video gesehen, auch hier hinten. Und ja, da ist natürlich das echte E-Book dann bei mir eingezogen. Und ja, dazu muss ich, glaube ich, gar nicht viel sagen. Ein ganz tolles Buch, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Eine Reihe, die mir sehr gut gefällt und ja, die einfach was fürs Herz ist. Und wir sind in New York und wir treffen einfach wunderbare Charaktere und Jackie hat hier wirklich wieder was ganz, ganz Tolles erschaffen. Auch mit diesem Haus und dem speziellen Mietvertrag und Nettie und Sherlock und Watson und ach, ich bin einfach hin und weg. Und ja, auch das Cover sehr, sehr gelungen, wie ich finde. Und Home Sweet Home wurde ja jetzt auch noch, ja, hat ein neues Cover bekommen, dass es in die Reihe passt. Ja, von daher, ja, jetzt ist es Zeit, alle 3 Teile da in die Reihe einzusteigen. Und dann ist ein Highlight aus dem letzten Jahr eben als echtes Buch bei mir eingezogen, weil es ebenfalls ja, im Grunde sehr günstig gebraucht war. Ich habe ja damals Liebeskind von Romy Hausmann gehört und es war ein Highlight und jetzt habe ich es eben in der besagten Facebook-Gruppe für 2 Euro bzw. 2,50, je nachdem, wie man das Porto dann einfach einrechnet, ja, bekommen. Und ja, es ist okay, es ist gut gebraucht, es ist hinten ein bisschen rund gelesen, aber theoretisch wäre das halt auch der Fall, hätte ich selbst gelesen. Und für mich absolut ein Thriller, zu dem ich in 1, 2 Jahren wieder greife und den ich einfach faszinierend fand. Also das war wirklich ein ganz, ganz toller Thriller im letzten Jahr. Ich freue mich jetzt schon auf das neue Buch von Romy Hausmann.
Und ja, bin da sehr gespannt, was da kommt. Ich packe euch mal meine Einzelrätsel zu Liebeskind unten in die Infobox. Ich habe ja in meinem Adventskalender alle Highlight-Bücher mehr oder weniger aus dem letzten Jahr vorgestellt. Und habe die ja jetzt umgewandelt, nicht mehr in Adventskalendertürchen, sondern im Grunde als Einzelrezension, wenn man so möchte. Und ich packe euch das mal unten rein. Und es gab ein sehr cooles Interview bei Annika Bühnemann mit Romy Hausmann. Das packe ich euch auch mal unten in die Infobox. Schaut da einfach mal vorbei, wenn ihr die Autorin einfach mal so live erleben wollt. Ich war total fasziniert von ihrer unglaublich sympathischen Art. Und ja, wie sie von Liebeskind spricht, vom aktuellen Buch, das jetzt schon im nächsten ist. Und also super spannend. Und ich hoffe ja sehr, dass Romy Hausmann vielleicht auch in Leipzig auf der Buchmesse ist. Und ja, dass man da vielleicht mal bei einem Gespräch dabei sein kann oder ja, sich vielleicht sogar das Buch signieren lässt, obwohl ich ja nicht der große ja, Autogrammjäger bin. Und ich weiß auch nicht, ob ich ein Buch durch die Gegend schleppen würde. Aber ja. Zur Not, vielleicht muss man irgendwie so ein Autogrammbuch einfach anfangen und ja, da dann die Autogramme sammeln. Und ja, also ich fand's toll, deswegen ist es dann auch als echtes Buch bei mir eingezogen. Und deswegen landen die letzten beiden genannten Bücher eben nicht auf dem Sub, weil ich sie ja schon gelesen habe. Das eine eben im letzten Jahr als Hörbuch, das andere als Testleser. Und deswegen sind sie ja im Grunde auch schon gelesen. Ja, aber ansonsten waren das jetzt die 13 neuen Bücher aus dem Januar. Wie ihr gemerkt habt, das ein oder andere durchaus auch schon angelesen. Aber bei weitem nicht so, wie ich das ja sonst immer versuche. Aber es ist einfach im Januar so viel dazwischen gekommen, das Leben irgendwie dazwischen gekommen und manchmal kann man es eben auch einfach nicht ändern, aber umso mehr freue ich mich auf die Bücher, die ich jetzt vor mir habe und die mich jetzt auch die restlichen Wochen, Monate in nächster Zeit auf jeden Fall begleiten werden und ja, wenn ihr Infos zu den Büchern wollt, unten in der Infobox, mich interessiert natürlich auch ein bisschen, was ist so bei euch eingezogen, habt ihr eure Weihnachtsgutscheine verbraucht und ja, welche Bücher haben euch im Januar begeistert, begleitet, ja, könnt ihr bei Mängelexemplaren auch nicht widerstehen, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und ob ihr vielleicht sogar Bücher, die ich jetzt neu habe, vielleicht sogar schon gelesen habt, dann lasst mich das auch gerne wissen. Und das war es jetzt auch schon, die Stimme lässt gleich wieder nach, ich hoffe es war ertragbar. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.